Diving Centers, Sharm el-Sheikh, Ägypten. Die Sinai Divers gehören zu den Top-Adressen für Taucher in Sharm el-Sheikh. Sie bieten hervorragenden Service und tägliche Ausfahrten zu den besten Tauchplätzen der Region. James & Mack Diving Center, Hurghada, Ägypten. Diese Tauchbasis direkt am Strand ist dem Giftun Azur Resort angeschlossen. So braucht man nur wenige Schritte, um zum hoteleigenen Anlegesteg zu kommen. 1987 gegründet, zählt James & Mack inzwischen zu den bekanntesten Tauchbasen in Hurghada und feiert im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Und ob sie das mit einem Award versüßt bekommen, das erfahren wir jetzt von Frau Jahr. Ich glaube ja. Der Gewinner ist James & Mack Diving Center. Ich bin ja Laie, ne? Und alle werden jetzt, wenn ich die Frage stelle, aber da sind ja jetzt diverse Leute aufgegessen worden im Roten Meer, oder? Wie sieht denn das jetzt? Jeder hat davon gehört, sogar ich. Ja. So, was macht man denn da? Nun, weiterhin tauchen gehen, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Viele Spezialisten haben da mittlerweile Artikel drüber geschrieben, wieso, warum, weshalb solche Dinge passieren. Und ich glaube, besser. Sind das irgendwelche Idioten, die da irgendwie so. Oder was passiert da? Nein, ich denke einfach, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass diese Tiere einfach falsch eingeschätzt werden. Es sind immer noch wilde Tiere und wir sollten ihren Lebensraum so respektieren, wie er ist und auch nicht eingreifen. Deswegen passieren solche Dinge. Alles klar. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch und